In Schindlers Liste gibt es eine Szene, da steht der KZ-Kommandant auf dem Balkon und er schießt wahllos Häftlinge. Das war Amon Göth, mein Großvater. Aufgewachsen bin ich in einem Kinderheim zuerst. Später wurde ich adoptiert, nahm einen anderen Namen an. Und zu meiner Mutter hatte ich nur noch sporadischen Kontakt, der später abriss. Ich habe durch Zufall erfahren, dass mein Großvater der KZ-Kommandant Amon Göth ist. Ich bin eines Tages in die Bücherei gegangen, in die Stadtbücherei. Habe eigentlich nach einem anderen Buch gesucht, nach einem Buch über Depressionen, und aus dem Regal zog ich die Biografie meiner Mutter. Für mich war das völlig unerwartet. Alles, was mein Leben bis dahin ausgemacht hatte, fiel in sich zusammen. Ich wusste nicht mehr, zu wem ich gehöre, wer ich bin. Habe mein ganzes Leben in Frage gestellt und vor allem habe ich gedacht, dass mich alle belogen hatten. Ich habe ziemlich lange gebraucht, mit dieser Neuigkeit fertig zu werden. Die ersten Tage, die ersten Wochen lag ich vor allem im Bett, bin nicht mehr hochgekommen. Ich wusste einige Sachen über meine Herkunft, aber nichts über meine Familiengeschichte. Ich bin die Enkelin von Amon Göth. Ein Massenmörder, der Hunderte von Menschen erschossen hat und mich mit meiner schwarzen Hautfarbe hätte er bestimmt auch erschossen. Ich habe das Buch geschrieben, weil ich glaube, dass Familiengeheimnisse eine zerstörerische Wirkung haben. Ich habe es an mir selbst erlebt. Ich habe jahrelang unter Depressionen gelitten, die erst aufgehört haben, nachdem ich das Buch gefunden habe. Ich habe selbst zwei Kinder. Ich möchte, dass sie anders als ich mit der Wahrheit umgehen. Ich denke, dass Transparenz das Wichtigste ist, dass es sie dafür beschützen wird, mit den gleichen Schwierigkeiten zu leben, wie ich das musste.